Und hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Part von Little Inferno. Und jetzt machen wir mal die ganzen Kombos hier, die uns hier angezeigt werden. Insektennest. Was passt am besten zu Insektennest? Ich finde Heuschrecken, ja. Und Insektennest, Heuschrecken, ja. Und vielleicht das. Das würde eigentlich so miteinander passen. Aber ich weiß es nicht. Leider weiß ich es echt nicht. Drum müssen wir mal gucken, ob das so funktionieren kann. Deswegen gucken wir doch einfach gleich. Was das sein kann. Ja. Das werden wir jetzt mal sehen. Komm, wir benutzen jetzt mal einfach. So. Super. Super, hat geklappt. So. Gut. Freut mich, dass es geklappt hat. Super, jetzt fehlt uns noch 3 Kombos. Was kann man dann noch? Eiskaffee. Eiskaffee verstehe ich nicht. Was kann man... Wach auf. Tödlicher Fisch, Cornflakes, Essgeschirr. Was passt am besten zur Essgeschirr? Porzellanpasta, gut. Porzellanpasta, gut. Sonst weiß ich nicht. Sonst weiß ich es echt nicht, was man da rein. So, Lolkarten, schreckliche Zähne. Bei schrecklichen Zähnen könnte man die Cornflakes kaufen. Das wäre das. So, das mein Tipp. Und dann, was könnte man noch? Ja. Schreckliche Zähne. Er hat schreckliche Zähne und das kann man ihm nicht verübeln. Aber ob das die Kombi ist, die wir brauchen, das weiß ich nicht. Dino-Mit. Was ist überhaupt Dino-Mit? Dino könnte ich verstehen. Und bis was? Ja, es kann ja natürlich sein, dass da einige Kombos wirklich dabei sind, die wir erst mit dem nächsten Katalog erfüllen können. Aber weiß ich ja nicht. Naja. Nicht das solche, was ich erwartet habe, aber. Vielleicht ist das eines. Seefahrer, gut. Was kann man mit einem Seefahrer kombinieren? Pirat? Seefahrer, Pirat, so. Ölfrachter sieht auch wie ein Schiff. Könnte sogar dazu passen. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Oder ich mache einfach Beschleunigung fertig. Meine Güte. So. Guck mal, was hier große Stücke hier einfach sind. So. So, super. Habe ich richtig geraten. Gut. Das sind ja auch die Dinger, die einmal wenigstens. Nein. So, Seefahrer-Bauklotz-Kombo.
Das verstehe ich wiederum auch nicht. Bauklaus-Kombo. Was kann man mit einem Bauklaus? Okay, uns fehlen nur zwei Kombos. Feuerspucker. Da hatten wir unser Glück schon genug. Sieht dich. Verstehe ich auch nicht. Wärmetauscher. Essgeschirr. Lollkatze. Lollkatze. Eine Lollkatze. Was fällt einem bei einer Lollkatze ein? Loll. Flüssige Diät, Kaffee, geheimnisvolle Würzsoße, Futurefis und das würde ich als flüssige Diät bezeichnen. Sonst weiß ich es nicht. So, warten wir mal. Dann brennen wir mal alles zusammen. Irgendwie. Super. Hab ich doch richtig gedacht. Jetzt fehlt uns nur noch so ein Kombo. Ausgeflipptes Essen. Okay, dann müssen wir einfach nur drei Dinge finden, die man essen könnte. Da hätte ich ja eine Sache. Ausgeflipptes Essen wäre ein Würstchen. Marshmallows. Und Sushi. Ja. Sushi. Ich wollte ja Sushi nehmen. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Doch nicht. Schade. Schade. Aber ich habe jetzt eine Idee. Das kaufen wir jetzt. Das. Fertig. Was ist das? Was war das nochmal? Essgeschirr. Das könnte man nur. Man kann ja auch mit einem Kochlöffel essen.
Super. Super, und somit haben wir unseren nächsten Katalog freigeschaltet. Und ich sage mal hiermit, wir sehen uns einfach beim nächsten Abend wieder. Bis dann, euer Julix.